Wir sind hier in Olten an der Schweizer Meisterschaft der Mannschaften Kunstturnen. Die erstrangierten Mannschaften der Nationalliga C und B steigen auf. Und der Sieger von Nationalliga A wird Schweizer Meister. Wir freuen uns auf einen spektakulären Wettkampf im Mannenkunstturnen. Als Kampfrichter schaue ich, wie die Elemente aussieht, also dass es vom technisch her richtig ausgeführt wird. Und natürlich gibt es bei den Abgängen, wenn jemand abstürzt, gibt es einen Punkt Abzug. Der Turner darf nicht zeigen, dass er ein Element mit Kraft macht, sondern es sollte elegant aussehen, obwohl es so schwierig ist. Bon, il faut avoir envie de s'entraîner. Parce que championnat suisse par équipe, c'est un compétition, un grand compète. En plus, ça demande responsabilité, donc il faut chaque jour minimum 3 heures jusqu'à 4 heures d'entraînement. Ich unterstütze den Sport, wie ich andere Sportarten auch unterstütze, weil mich Sport im Allgemeinen fasziniert. Bei diesem Sport fasziniert mich Präzision, Dynamik. Da läuft etwas, da geht etwas. Es ist eine wunderschöne Sportart. Jawohl, ich habe Kunstturnen. Verändert hat sich hier bei den Geräten. Also gerade hier im Pferdsprung ist ganz ein ganz anderes Gerät, das wir heute top modern. Und als höchster Solothurner finde ich es super, dass ja, die Kunstturn Schweizer Meisterschaft jetzt in Olten stattfinden und ich bin jetzt gerne an diesem Samstag oben hier angekommen. Dass es jetzt zum Titel gelangt hat, ist wirklich sensationell. Ich meine, das Team hat bis am Schluss gekämpft und dass es noch aufgegangen ist, ist ein geniales Gefühl. Ich bin wirklich auf die ganze Mannschaft stolz und ich habe das noch nie gewonnen heute und bin mega glücklich.